Hallo, ja, ich begrüße euch aus der wunderschönen Stadt San Diego. Wie ihr hier im Hintergrund seht, das ist eine Hafenstadt mit grossen Geschäftshäusern, mit einem grossen Boot hier hinten durch, mit sehr vielen Sehenswürdigkeiten für ganz viele Leute und Touristen aus der ganzen Welt. Und es ist für mich auch immer wieder interessant, am Schluss von unserer Amerika-Reise mal schnell ein kleines Fazit zu ziehen, eine Zusammenfassung, so, was wir erlebt haben. Vor allem mit Bezug auf die Menschen. Wenn ich sehe, ich bin vor 20 Jahren das erste Mal da gewesen, in San Diego, da bei dem Hafen zu. Und das ist kurz bevor ich angefangen habe in meiner Tätigkeit als Therapeut. Und wenn ich heute, 20 Jahre später, schaue, wie sich Amerika entwickelt hat, wie sich auch die Stadt entwickelt hat, gibt es sicher das eine und das andere, wo man ein bisschen darüber nachdenkt, von der Entwicklung her, was da passiert ist. Als ich vor 20 Jahren da war, dann ist man noch in eine Library gegangen. Und hat dort gratis ins Internet, wir können E-Mail abrufen, kostenlos. Und ist eigentlich hier mit der Heimat wieder ein bisschen verbunden gewesen. Ich war damals einen Monat unterwegs gewesen, in ganz Amerika als Abschluss von meiner Karriere als Unternehmer, als Geschäftsmann, ich sage jetzt mal, vom vorhergehenden Leben. Und habe völlig nicht gewusst, was ich überhaupt mache. Nachdem ich dann wieder heimkomme in die Schweiz. Und ja, heute, 20 Jahre später, hat sich einiges da, auch da mit den Menschen. Und das hat mich schon auch sehr, sehr berührt. Die ganze Technologie rund um mich herum stehen E-Bikes, es stehen E-Scooter. Die Stadt ist sehr, sehr lebendig. Die Leute, die Amerikaner sind heute noch zu faul zum Laufen und haben heute halt nur die E-Scooter zur Verfügung, wo es teilweise wie so gestörte Bienen in der ganzen Stadt rumdüsen und ihr Leben und Nachtleben da so geniessen und erleben. Aber auch wenn man sieht, dass man vor 20 Jahren ein Nautil C-Handy hatte, das man wirklich zur Not gebraucht hat, und heute hat man ein iPhone, wo man jederzeit im Internet ist, jederzeit alles zusammen tut, nachschauen, nachschlagen, was sicher auch ein Vorteil ist, jetzt auch bei dieser Reise heute, die 2 Wochen durch Amerika an der Westküste von San Diego nach San Francisco. Man kann am Abend vorher dorthin, wo man geht, ein Hotel buchen. Absolut problemlos. Man kann alles organisieren und abwickeln, was sicher sehr einen grossen Fortschritt gemacht hat. Aber was sehr, sehr bedenklich ist, die ganze Entwicklung. Ich meine, vor 20 Jahren schon hat man Medikamente im Prinzip im Warenhaus kaufen. Und was heute noch viel extremer geworden ist, auch mit dem Food, mit dem Superfood. Allen Orten sind irgendwelche Zusatzsachen drin, Vitamine und. Selbst ein Coca-Cola ist nicht mehr einfach ein Coca-Cola. Man kann es haben mit Vitamin so und mit irgendwelchen Ergänzungen. Und die ganze Entwicklung, die spürt man auch den Leuten hier. Sie sind unheimlich auf Trab, sie sind wahnsinnig nervös, sie hyperen teilweise und auf die andere Seite ist es aber auch so, dass die Leute wie ferngesteuert rumlaufen, die es einfach vollpumpt sind mit Medikamenten, die hier frei zugänglich sind. Man kann es frei zugänglich eigentlich in jedem Warenhaus kaufen und dementsprechend auch konsumieren. Es wird Fernsehwerbung gemacht für Antidepressiva. Wenn du nicht gut drauf bist, dann kannst du es Antidepressiva shoppen und dann bist du wieder unter Freunden und unter Kollegen freundlich und nett und lustig. Und das ist schon eine Entwicklung, die sehr problematisch ist. Auch wenn man sieht, dass sehr viele
Verkehrsunfälle passieren, weil die Leute mit Medikamenten vollpumpt sind und halt einfach ja, schlichtweg nicht mehr anwesend sind. Und auch das Ganze, ja, wenn man sieht, die ganze Schönheitschirurgie, wie die da zum Alltag geworden ist in Amerika, dass sofort da zu einer Spritze gegriffen wird, zum Gesichtsstraffungen machen, Lippen aufpimpen und. Und das ist schon sehr ein bedenklicher Fortschritt, der da in den letzten 20 Jahren passiert ist. Und wenn ich das so anschaue, wissen wir ganz genau, dass das in 20 Jahren oder in 10 Jahren bei uns in Europa, in der Schweiz, auch gang und gäbe wird sein, dass bereits am Frühstück am kleinen Kind das Handy in die Hand gedrückt wird und zum Spielen, zum Gamen, nur dass es irgendwie beschäftigt ist oder dass es abgelenkt ist und ein bisschen lieb und brav ist am Tisch. Oder dass im Kinderwagen innen selbst mit dem Baby ein kleines iPad vorne dran ist, wo das Kind im Kinderwagen bereits am Spielen ist, wenn die Leute durch die Stadt durchspazieren. Und das ist schon eine sehr bedenkliche Entwicklung, wie handysüchtig dass die Leute da sind und wirklich das kleinste Kind bereits mit dem Handy kann hantieren und das auch dort gebrauchen. Und die Entwicklung, die wird schlussendlich bei uns auch kommen. Auf der anderen Seite sieht man ganz normale Leute, wie sie sich halt das Gesundheitssystem hier nicht leisten können und teilweise eben auch ja, als Wrack durch die Welt spazieren, nebst allem anderen. Es ist eine bedenkliche Entwicklung und es hat mir sehr zu arbeiten gemacht, auch die einen und die anderen Sachen, wo ich eigentlich so möchte heimnehmen, in den Alltag hineinnehmen, weil ich arbeite mit Menschen und der Mensch interessiert dich, egal wo auf dieser Welt. Da ist es vielleicht ein bisschen weiter, wenn es dann neue Technologien sind oder wenn es dann neue Entwicklungen sind. Es kommt aber bei uns genauso. Und genau so haben wir uns mit diesen Sachen in ein paar Jahren auch zu beschäftigen. Mit Leuten, hyperaktiv sind, wie sie, wie gesagt, vollpumpt sind mit Antidepressiva, was auch bei uns länger sie zugänglicher wird und länger sie mehr verschrieben wird. Und das ist schon eine Entwicklung, die einem sehr, sehr, sehr nachdenklich macht. Und ich habe heute schon gesehen, dass die Leute ihren Kopf voll haben, sie sich nicht mehr beruhigen können, sich teilweise nicht einmal mehr können ruhig stellen, dass kaum mehr können schlafen. Und die Entwicklung mit all den ganzen Hilfsmitteln, die man hat, mit der ganzen Schnelllebigkeit, die man hier hat, die wird bei uns auch kommen. In diesem Sinn nehme ich das mit. Macht euch doch selber auch einmal Gedanken darüber, wollen wir die Entwicklung wirklich auch mitmachen, mit den Handys, wenn wir wirklich am kleinen Kind schon ein Handy in die Hand geben, dass man irgendwo Kommunikation innerhalb der Familie, innerhalb der Freunde aufs Handy, aufs Mobilephone, aufs iPhone beschränkt wird. Macht euch Gedanken darüber. Ich mache mir sie auch und ich merke sie bereits auch bei uns schon in Europa, in meiner Praxis schon sehr deutlich, die Entwicklung, woher das sie geht. Also, in diesem Sinn, ich wünsche euch eine schöne Zeit und gute Gesundheit.